Der Widerstand gegen den Ausnahmezustand scheint Schritt für Schritt Erfolg zu haben. Jedenfalls gestand die Bundesregierung in dieser Woche eine Reihe von Lockerungen zu, gegen den Willen von Hardlinern wie dem Virologen Christian Drosten. Hat der Protest nun sein Ziel erreicht? Fällt er sogar in sich zusammen oder lassen die Bürger nun erst recht nicht locker? Die Woche Kompakt hat sich umgeschaut. Zentrum des Widerstandes. Weshalb Stuttgart die Nase vorn hat. Ja, wir demonstrieren fürs Grundgesetz, für unsere Freiheit, für unsere Rechte. 1 statt 3. Wie die Reproduktionszahl schon vor dem Lockdown sank. Diese Maßnahmen sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz hätten sich damit als völlig unbegründet erwiesen. Notstand ohne Virus. Warum sich die Cottbusser verschaukelt fühlen. Und jetzt auf einmal, wo sich die Corona-Zahlen sich verringern, müssen wir auf einmal eine Maske tragen. Neuanfang im Parlament. Weshalb Brandenburgs AfD gegen den Ausnahmezustand ist. Und wenn man eben den Verdacht hat, dass die Regierung das auch nutzt, um freiheitsbeschränkende Maßnahmen zu implementieren, vielleicht unverhältnismäßig lange aufrechtzuerhalten. In immer mehr deutschen Städten demonstrieren Bürger gegen den Corona-Ausnahmezustand. Zum Zentrum des Protestes entwickelt sich seit etwa 2 Wochen Stuttgart. Auch weil die Organisatoren der Initiative Querdenken 711 ein Verbot ihrer Kundgebung vor dem Bundesverfassungsgericht kippen konnten. Gestern erwarteten die Veranstalter sogar eine 5-stellige Teilnehmerzahl. Doch konnten sie tatsächlich so viele Menschen mobilisieren? Der Cannstätter Wasen am Rande von Stuttgart. Normalerweise würde im Mai am Ufer des Neckars Deutschlands größtes Frühlingsfest stattfinden. Doch 2020 kommen die Menschen aus einem anderen Grund. Ja, wir demonstrieren fürs Grundgesetz, für unsere Freiheit, für unsere Rechte, damit alles wieder so wird, wie es war, bevor dieses Chaos und ja, diese Tragödie ihren Lauf genommen hat. Hergeführt hat mich die Angst um meine Kinder, wenn die Impfung kommt. Dass unsere Bürgerrechte weggenommen werden. Querdenken 711, benannt nach der Stuttgarter Telefonvorwahl. Was mit wenigen hundert Demonstranten auf dem Schlossplatz begann, ist nur 2 Wochen später eine breite Protestbewegung. Wie viele Menschen hier sind, lässt sich kaum noch schätzen. Auf jeden Fall deutlich mehr als 10.000, die von der Stadt zugestandene Obergrenze. Manche von ihnen fühlen sich von der Politik bevormundet. Ich bin 67 Jahre alt und sozusagen die Zielgruppe des Virus. Ich bin eigenverantwortlich. Ich brauche nicht irgendeine Mutter, die mir sagt, was ich zu tun habe. Ich kenne Hygieneregeln. Ich habe auch mich um meinen Vater gekümmert, der 97 war, wie Krankheiten waren. Ich weiß, wie sowas geht und ich will gottverdammt nochmal diesen ganzen Mist weghaben. Es herrscht eine friedliche Stimmung auf der Cannstätter Wasen. Viele Familien sind gekommen, nicht wenige Picknickkörbe ausgepackt. Die Polizei bleibt im Hintergrund. Manche der Teilnehmer sind erkennbar politisch engagiert, andere vielleicht erstmals auf einer Demonstration. Die Berichterstattung der Medien sorgt für Unmut. Also ich glaube, dass wir zugeschüttet werden mit Suggestionen, also mit Auffassungen, die so lauten, schütze dich mithilfe einer Maske, dann kannst du dich nicht infizieren und nicht erkranken. Dabei ist die Maske und die Maskenpflicht sehr fragwürdig, ob sie nicht eher zum Schaden führt. Auch im Südwesten liegt das öffentliche Leben weitgehend brach. Abweichlern von der Corona-Verordnung drohen bis zu 25.000 Euro Strafe. Dabei sind nach Angaben der Landesregierung in Baden-Württemberg derzeit nur noch etwa 4.000 Menschen an Corona erkrankt. Die Reproduktionsrate liegt demnach bei 0,56. Die Stimmung auch in Baden-Württemberg ändert sich. Ich fand den Shutdown, will ich jetzt nicht sagen, dass der komplett falsch war. Man hat richtig reagiert zu diesem Zeitpunkt, als das stattgefunden hat. Das ist meine persönliche Meinung, weil man nicht wusste, wie man das Ganze einschätzen muss. Mittlerweile belegen die Zahlen einfach andere oder sind einfach die Zahlen ganz anders und zeigen deutlich, dass es eben nicht ganz so schlimm ist, wie es dann letzten Endes davon ausgegangen war. Und deswegen finde ich, dass wir langsam wieder zum normalen Leben zurückkommen müssen. Doch ein Ende dieses Shutdowns ist nicht in Sicht. Trotz sogenannter Lockerungen. In Stuttgart fürchten viele Demonstranten,
An einer wirklichen Rückkehr zur Normalität sei die Politik gar nicht interessiert. Die Entscheidung, wo alle Kartellparteien zu 100% mit Ja gestimmt haben, die wird ja nicht ohne Grund als neues Ermächtigungsgesetz bezeichnet. Es ist der erste große Schritt in einen neuen Faschismus oder in ein tiefes Mittelalter. Dieser Faschismus scheint auch in Stuttgart aufzumarschieren. Am Rande der Demonstration sammeln sich Schlägertrupps der Antifa. Nach Kompakt-TV vorliegenden Informationen kommt es außerhalb des Geländes zu einer Hetzjagd auf Aktivisten der alternativen Gewerkschaft Zentrum Automobil. Nach wie vor unklar ist die Rolle der Politik, aber auch der staatsnahen Virologen. Dieser Demonstrant fordert einen Untersuchungsausschuss. Es gab ja schon mal einen Ausschuss, viele haben es vergessen. Die Bevölkerung leidet ja am kollektiven Kurzzeitgedächtnis. Das war 2009 bei der Schweinegrippe. Und damals hat dieser Untersuchungsausschuss ja auch ganz klar die korrupten Machenschaften bei der WHO und auch zum Teil bei amtlichen Stellen nachgewiesen. Und interessanterweise genau die Leute, die damals sich als kompetent und weitsichtig erwiesen haben, wie zum Beispiel Dr. Wodarg, die werden heute stigmatisiert als irgendwelche rechten Verschwörungstheoretiker. Und die Leute, die damals schon versagt haben, so wie unsere Bundeskanzlerin, ja, die kann jetzt freischalten und walten und wiederholt genau dieselben Fehler von damals. Oder ist es vielleicht auch Vorsatz? Man weiß es nicht. Für die Stuttgarter scheint die Demonstration auch wie ein Ausbruch aus dem Gefängnis des Corona-Notstandes. Ein paar Stunden leben wie immer. Ihre Wut wächst, aber auch ihre Entschlossenheit. Es ist ja so, wir sind das Volk. Und wenn wir nicht aufstehen, dann kann es nur noch schlimmer werden. Und darum stehen sie auf, in Stuttgart und anderswo. Sind wir wegen des Ausnahmezustandes bislang glimpflich durch die Pandemie gekommen oder wäre die Krankheit auch ohne die Einschränkungen mehr oder weniger an uns vorbeigezogen? Diese Frage wird seit Wochen kontrovers diskutiert. Dabei geraten die Regierungen nicht nur in Deutschland zunehmend in Erklärungsnotstand. Eine neue Studie über die Entwicklung der Reproduktionsrate von Corona zu Beginn der Pandemie dürfte diesen Druck sogar noch verstärken. In Berlin steht jetzt Martin Müller-Mertens. Martin, welche Erkenntnisse haben die Forscher gewonnen? Und Katrin, diese Studie, die ist wirklich hochbrisant. Sie stammt von der EHT, einer Universität in Zürich, aber von dort können wir gegenwärtig nicht berichten. Deshalb bin ich hier am Robert-Koch-Institut. Die Forscher haben herausgefunden, dass die Reproduktionsrate in der Eidgenossenschaft ihren Höhepunkt am 7., 8. und 9. März hatte. Damals lag sie bei 1:3, das heißt, ein Infizierter steckt 3 Gesunde an. Dann ging sie schlagartig zurück auf nur noch eine Ansteckung, also kein exponentielles Wachstum mehr. Warum ist das interessant? Weil die Schweizer Regierung am 13. März die Schulen geschlossen und am 16. März die außerordentliche Notlage erklärte. Das war die Grundlage für den Lockdown in der Schweiz, aber zu einem Zeitpunkt, wo die große Welle offensichtlich bereits durch war. Das korrespondiert mit einer Studie des Robert-Koch-Institutes, die vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, wonach nämlich Anfang März in Deutschland die Atemwegserkrankungen wundersamerweise schlagartig zurückgegangen sind, auch bevor in Deutschland die Wirtschaft abgewürgt, die Grundrechte außer Kraft gesetzt und jegliches soziales Leben lahmgelegt würde. Diese Maßnahmen sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz hätten sich damit als völlig unbegründet erwiesen. Anders als die Zahl der Neuansteckungen konnte die Reproduktionsquote jedenfalls nach Darstellung der tonangebenden Forscher sehr aktuell bestimmt werden. War der Politik dieser frühe Rückgang bekannt? Also ob die Politik das weiß, das kann ich natürlich nur vermuten. Interessant ist aber, dass es ja immer wieder neue Begründungen für die Verlängerung des Ausnahmezustandes gibt. Erstmals war es die Verdopplungszahl. Die sollte dann 10 Tage, dann 12 Tage dauern. Dann war es die wundersame Reproduktionsrate, die niemand so richtig nachvollziehen kann. Und jetzt, wo diese Zahlen veröffentlicht wurden, da hat man sich was Neues ausgedacht, nämlich 50 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.
Im Moment erreicht in Deutschland kein Landkreis außer Greiz diese Zahlen. Allerdings aufgrund der hohen Dunkelziffer, die ja aufgrund der Heinsberg-Studie sehr nahe liegt, ist klar, es ist letztlich nur eine Frage der Tests, wann diese Zahl erreicht werden kann. Es ist im Grunde eine politische Entscheidung. Um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden, wurde seit März die Behandlung vieler anderer Krankheiten zurückgestellt. Könnte diese Entscheidung am Ende mehr Opfer kosten als das Virus? Das steht tatsächlich zu befürchten. Wir haben aus Deutschland noch keine verlässlichen Zahlen, aber wir haben sie jetzt aus Großbritannien. Dort werden jede Woche 2300 Patienten mit Krebssymptomen weniger behandelt als normalerweise. Dort entfallen jede Woche die Vorsorgeuntersuchungen bei Frauen für Gebärmutter- und Brustkrebs. Und dort werden 50% weniger Patienten mit Herzanfällen in den Krankenhäusern behandelt. Nun wird wahrscheinlich im März, April und auch jetzt im Mai die Zahl der Krebspatienten, die Zahl der Schlaganfallpatienten nicht aus irgendeinem göttlichen Grund gesunken sein, sondern man muss davon ausgehen, dass einfach alle Behandlungen, die nichts mit Corona haben, abgebrochen wurden, zurückgesetzt wurden, verschoben wurden als nicht notwendig, nicht dringend. Wir wissen nicht, wie viele Todesfälle das in den nächsten Monaten zur Folge haben wird, aber es werden wahrscheinlich nicht wenige sein. Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, fordert ein Aussteigen aus der Spirale der Lockerungsdebatte. Statt der Strategie einer kontrollierten Durchseuchung der Bevölkerung solle das Ziel sein, das Virus zu stoppen. Die Lockerungslobby erweckt einen falschen Eindruck, so die Politikerin im Tagesspiegel. Was uns Lindner, Laschet und Co. als Exit-Strategie verkaufen, führt nicht raus aus der Corona-Krise, sondern rein in eine zweite Infektionswelle. Dieser Kurs werde wirtschaftlich und menschlich kostspieliger sein als ein verlängerter Lockdown. Seit über 3 Wochen wurde in Cottbus kein neuer Corona-Fall mehr registriert. Dennoch herrscht auch in der Lausitz weiterhin Ausnahmezustand. Viele Bürger empfinden das zunehmend als unnötige Gängelung. Auch weil die Politik die Regeln anscheinend willkürlich verändert. Seit dieser Woche wehren sie sich auf der Straße gegen den Notstand. So sieht sie aus, die neue Normalität. In einer Stadt ohne Corona. Das Blechenkarree, größtes Einkaufszentrum der Lausitz, liegt im Nonröschenschlaf. Doch rund um den Stadtbrunnen ist es voll. Die Menschen wollen raus, raus aus den Häusern und auch aus dem Notstand. Trotz dieser ganzen Maßnahmen halt einfach auch wieder gemeinschaftlich etwas zu machen, wieder mit Leuten, auch meinetwegen unter freiem Himmel zusammen zu sein und eben auch einfach zu zeigen, hier, wir sind da, wir lassen uns nicht irgendwo einsperren. Und mein Grund ist das Grundgesetz. Wir wollen, dass wir unsere demokratischen Rechte behalten und ich habe ein Bauchgefühl, dass es höchste Zeit ist. 42 Demonstranten waren dem Aufruf der Bürgerinitiative Zukunft Heimat gefolgt, eigentlich sogar rund 300. Doch wegen der Beschränkungen galten die meisten Bürger offiziell als spazierengehende Passanten, geduldet durch die zahlreich anwesende Polizei. Redner warnten vor einer totalitären Diktatur, sogar einem neuen Faschismus. Viele Demonstranten fühlen sich von der Politik verschaukelt. Vor kurzem konnte ich noch ohne Maske einkaufen gehen. Die Verkäuferinnen standen hinter Plexiglas. Es war alles okay. Und jetzt auf einmal, wo sich die Corona-Zahlen sich verringern, müssen wir auf einmal eine Maske tragen. Ich komme mir ein bisschen komisch vor. Ich meine, hier stehe ich vielleicht eine Stunde, das geht noch. Aber die Verkäufer, die müssen 8 Stunden mal 5 Tage sowas tragen. Gegenwärtig gibt es in Brandenburg nach offiziellen Angaben etwa 500 Corona-Kranke. Mehrere Regionen hatten bislang keinen einzigen Todesfall, darunter auch Cottbus und der umliegende Landkreis Spree-Neiße. Doch die Grundrechte bleiben dennoch weiter eingeschränkt. Für die Politik sei das Virus ein willkommener Anlass, fürchtet dieser Demonstrant. Das ist mein ganz fester Eindruck, dass die Gelegenheit jetzt genutzt wird, Einschränkungen zu machen, die sonst nie hätten passieren können. Locker lassen wollen die Cottbusser nicht. Am kommenden Dienstag wollen sie wieder auf die Straße gehen.
Nach dem Beginn der Corona-Krise im März war von der AfD über Wochen kaum etwas zu hören und wenn dann eher Unterstützung der Bundesregierung. Bundesweit stürzten die Umfragen auf 9% ab. Inzwischen stellt sich jedenfalls ein Teil der Partei hinter die größer werdenden Proteste gegen den Notstand. Im Brandenburger Landtag verlangte die AfD in dieser Woche ein vollständiges Ende des Lockdown. Der Antrag wurde am Donnerstag von den übrigen Parteien erwartungsgemäß abgelehnt. Zugeschaltet ist mir jetzt der Brandenburger Fraktionsvorsitzende Andreas Kalbitz. Herr Kalbitz, ist der Kurswechsel der AfD eine Reaktion auf schlechte Wahlumfragen? Nein, das ist keine Reaktion auf schlechte Wahlumfragen. Krisen, vermeintliche Krisen, wirkliche Krisen oder Scheinkrisen sind immer die Stunde der Regierung, nicht der Opposition. Wir sehen das auch im europäischen Vergleich. Mit großer Freude nehme ich das besonders bei den Grünen auch wahr. Wir haben uns die nötige Zeit aus meiner Sicht gelassen, um erstmal zu sehen, wir machen eine Bestandsaufnahme. Was passiert da wirklich? Wie sind die wissenschaftlichen Daten? Da sind ja alle die Regierung und die Opposition auf Sicht gefahren. Aber was wir ganz klar fordern, und das haben wir dann auch schnell gemacht, als wir die nötigen Grundlagen hatten, dass wir gesagt haben, das muss angepasst werden. Die reelle Situation, auch die Maßnahmen müssen angepasst werden an die Zahlen, die wir haben, gerade was freiheitsbeschränkende Maßnahmen angeht. Und wenn man eben den Verdacht hat, dass die Regierung das auch nutzt, um freiheitsbeschränkende Maßnahmen zu implementieren, vielleicht unverhältnismäßig lange aufrechtzuerhalten. Deshalb ist unser Kurs ganz klar, wir sagen, wir können keine Maßnahmen verantworten, die dem Land mehr schaden als eventuell der Coronavirus selber. Das ist eine ganz klare Position und die setzen wir jetzt in Forderungen und parlamentarische Initiativen um. Bei der Kritik am Notstand sind drei Ansätze zu erkennen. Eine medizinische Debatte, da die Folgen des Virus eher glimpflich waren. Dann die Sorge vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch als Folge des Ausnahmezustandes. Und schließlich die Frage von Demokratie und Grundrechten. Was ist Ihr Ansatz? Es ist eine Mischung aus allem. Es geht natürlich darum, dass man sagt, welche Gruppen gibt es, die besonders gefährdet sein könnten. Da muss man eben differenzieren. Aber für uns steht ganz klar im Vordergrund, wir können unser Land auch nicht lahmlegen. Wir sehen viele Maßnahmen inzwischen als unverhältnismäßig an. Die Zahlen sprechen auch eine klare Sprache. Wenn wir das Thema Verdoppelung innerhalb von 10 Tagen, wir liegen da weit drüber. Andere Länder machen es auch vor. Die Bundesländer sind sich auch nicht einheitlich. Und es gibt eine bürgerrechtliche Variante, die für uns eine große Rolle spielt. Es geht um Freiheit. Unsere Freiheit ist in vielen Bereichen eingeschränkt, wird zunehmend eingeschränkt. Das ist Aufgabe der AfD als bürgerrechtsnahe Bewegung zu sagen, wir legen Wert auf die Wahrung freiheitlicher Rechte und es schlägt sich auch nieder in Demonstrationen. Deshalb sind wir auch wieder auf der Straße, um laut klar zu machen, da wo Rechte beschnitten werden, muss das ganz klar und dezidiert begründet werden. Wir halten die Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt in der Form für unverhältnismäßig und da leisten wir lauten Protest auf der Straße und auch im Parlament. Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen der letzten Jahre verliefen im weiteren Sinne des Wortes an den Bruchlinien patriotisch gegen kosmopolitisch, konservativ gegen linksgrün. Jetzt erleben wir Demonstrationen, bei denen Linke, Rechte, aber auch eigentlich unpolitische Menschen gleichermaßen auf die Straße gehen. Kann die AfD diesen breiten Protest überhaupt erreichen und welche Rolle sehen Sie für sich? Also entscheidend ist, und das finde ich positiv, dass wir über diese politische Gesäßgeografie hinwegkommen, dieses ganze Rechts-Links-Schema. Im Grunde muss der Maßstab sein, was ist gut für die Menschen in unserem Land, für unser Land und was ist schlecht für die Menschen in unserem Land. Und das muss das Entscheidungskriterium sein. Ich glaube, dass die AfD da schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Jetzt mal völlig unbenommen der medialen Etikettierung und Bewertung von der Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes spreche ich bei der Gelegenheit erst gar nicht. Das wäre ein Thema für sich. Ich finde es gut, wenn wieder problemlösungsorientiert gedacht wird. Ich glaube, dass die Rolle der AfD auch darin besteht, diesen Fokus weiter rauszuarbeiten, da noch intensiver Wert drauf zu legen. Das ist interessant, was sich da tut. Das bietet eventuell die Chance für einen gesellschaftlichen Aufbruch all derer, unabhängig, ob sie sich jetzt rechts oder links verorten, für Freiheitsrechte einzutreten. Deshalb ist das eine positive Entwicklung, wenn es Menschen gibt, die sachlich, fundiert, kritisch und konstruktiv sagen, den Regierenden, so kann es nicht weitergehen und wir nehmen eure Maßnahmen nicht kritiklos hin, sondern leisten friedlich und demokratisch Widerstand.
Entwicklungsminister Gerd Müller hat sich für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgesprochen. Wir müssen alle Kräfte bündeln, um schnell einen Impfstoff zu entwickeln, so der CSU-Politiker. Für die Zeit, wenn ein Impfstoff vorhanden ist, bereiten wir daher mit der globalen Impfallianz Gavi eine weltweite Impfkampagne vor. Zugleich prognostizierte er einen deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen infolge des fast weltweiten Ausnahmezustandes. Schon jetzt gäbe es in vielen Ländern eine Zunahme der Binnenflüchtlinge wie nie zuvor. 20 Staaten seien nahe am Bankrott. Für manche ist er fast eine Art Lebensversicherung, für viele aber schlicht lästig. Der inzwischen allgegenwärtige Mundschutz. Oft sieht man ihn in Form eines Tuches oder Schals. Aber die originale Maske ist aus einem Fließstoff mit dem Namen Kridé. Als er erfunden wurde, unkten Kritiker, dieser Name sei die Abkürzung für keine gute Idee. Dabei ging es damals gar nicht um Corona. Im Nahverkehr und beim Einkaufen sind Gesichtsmasken derzeit Pflicht und durchaus umstritten. Aber in gewisser Weise haben wir es uns ja selber eingebrockt. Denn der Stoff, aus dem zumindest die meisten Hygienestoffe hergestellt werden, stammt aus Deutschland und ist eigentlich ein schnödes Ersatzprodukt. Begonnen hat alles vor fast 50 Jahren. Weil Jutefasern auf dem Weltmarkt zu teuer war, ersannen die DDR-Forscher Walter Kittelmann und Karl August Reif vom Wissenschaftlich-Technischen Zentrum Technische Textilien in Dresden einen Fließstoff aus Kunstfasern. Die Firma Reifenhäuser aus der Nähe von Bonn erwarb die Herstellungslizenz im Gegenzug für eine Gewinnbeteiligung und die Lieferung von Maschinen. 1985 war das Verfahren zur Herstellung von Spinnvlies schließlich serienreif. Heute arbeiten weltweit mehr als 260 Produktionsanlagen mit der sächsisch-rheinländischen Entwicklung, die 75% der im Hygiene- und Medizinbereich verwendeten Fließstoffe herstellen. Dass Sachsen nun zu den ersten Bundesländern gehörte, das seinen Bürgern die öffentliche Verhüllung vorschrieb, ist vielleicht eine Ironie der Geschichte. Auch Kompakt unterstützt die wachsenden Proteste. Hierzu haben wir ein Video produziert, welches kurz nach dem Hochladen auf YouTube gelöscht wurde. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, dann schauen Sie doch auf der hier unten eingeblendeten Webseite vorbei. Wir danken fürs Einschalten, bleiben Sie gesund und wenn Sie wollen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!